Hallo lieber Aufrufer Lichtgeschwindigkeit am Montag, den 23. Januar 2012. Hier aktueller Kommentar zur politischen Lage. Mit den Zeitungen ist zurzeit ziemlich langweilig, weil die alle irgendwelche Witzthemen für sich reklamieren, anstatt was Wichtiges zu haben. Und was mir wirklich fehlt, ist, dass sie sich gegenseitig kritisieren. Insofern will ich nur mal heute sagen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 23. Januar, titelt unumgänglich, Bundespräsident sieht neue Vorwürfe als ernsten Vorgang. Das ist ein Zitat, so hat er gesagt, Wulff habe von finanzieller Förderung des Nord-Süd-Dialogs nichts gewusst. Ich komme gleich in einem zweiten Beitrag über das Jauchen bei Günter Jauch und das Wulfen bei Günter Wulff zu dieser Sache. Und ferner ist hier im Königsmacherstaat nochmal die Vorwahl in South Carolina, in der Gingney Romney geschlagen hat. Aber die Beobachter sagen eigentlich, hat der Gingrich keine Chance und Romney hat bei den Wettbewerben bisher auch derart viele Negativpunkte angekreuzt bekommen von den Leuten, dass die Republikaner offenbar nicht so richtig in Hochstimmung sind. Das ist gut für den Barack Obama, der zurzeit Geld sammelt und seine Politik weitermacht. Dann steht hier Friedrich, also der Bundesinnenminister, Hans-Peter Friedrich, der CSU-Mann, lehnt Bündelung von Verfassungsschutz ab. Dabei ist im Streit die flächenmäßige Überwachung durch den Bundesverfassungsschutz der Linkspartei und der Abgeordneten der Linkspartei. Das ist natürlich genauer zu betrachten, weil die Linkspartei in Deutschland seit vielen Jahren aktiv und produktiv an unserer Politik beteiligt ist einerseits und zum anderen die Parlamentarier den Verfassungsschutz überwachen sollen und nicht umgekehrt der Verfassungsschutz hier jetzt die Überwacher aufs Korn zu nehmen. Aber egal, hier steht auch Gingrich siegt klar in South Carolina, Kroatien soll in die EU eintreten. Gut, ich habe aus der Echtzeit bessere, interessantere Sachen und zwar zunächst nochmal etwas Aktuelles und dann etwas allgemein Kritisches. Und zwar hat die Europäische Union in Brüssel jetzt ein, ein Boykott gegen den Iran ausgesprochen, aufgrund der nicht wie gewünscht offenen Erörterung der Atomtechnologie im Iran. Dann also ab Juli England, Frankreich und Deutschland zumindest kein Erdöl mehr nehmen wollen, wie weit das auch Griechenland, das sehr angewiesen ist auf das möglichst billigste Öl auch, dann gilt, wird man noch sehen, das wird sich auch wieder vielleicht noch verändert werden. Jedenfalls, das ist also eine Sache, die wir heute noch neu haben. Und ansonsten komme ich jetzt mal hier zu etwas im engen Sinne der IT-Soziologie ein Thema. Und zwar der bekannte 2,13 Meter große, sensationelle deutsche Sportler, Basketball-Crack Dirk Nowitzki, der in Dallas spielt, in den USA seit Jahren. Ein ganz erfolgreicher Mann. Der ist hier in einer Werbung aufgetreten, wohl im ein Werbeklick der DiBa Bank. Und da gibt es den sogenannten Wurst-Clip von Nowitzki, ich sage das gleich. Jedenfalls, worauf ich gehen will, ist, dass von mir nicht besonders geschätzte Manipulationsmedium Facebook, das immer zu Unrecht als soziale Media oder soziales Medium bezeichnet wird, es ist aber zu weiten Teilen überhaupt nicht sozial. Das heißt, das Interaktive zwischen Personen kommt überhaupt nicht zum Zuge bei Facebook, sondern es kommen immer nur Außendarstellungen, Angebereien quasi, Gequatsche. Hier ist jetzt aber tatsächlich etwas Besonderes geschehen.
durch die Dysfunktionalisierung eines Facebook-Clips, nämlich von der Diva Bank, haben die User das Thema von Diva in der Werbung mit dem Wurst-Clip von Dirk Nowitzki aufgegriffen und haben angefangen zu kommentieren in eine ganz andere Richtung. Nämlich, und hier findet jetzt tatsächlich Meinungsbekundung, ernsthaftes Engagement und Argumentation statt. Das ist bei den meisten Facebook-Threads ja nicht der Fall, weil es Angeberei ist. Aber hier haben also Leute sozusagen ein Thema aufgepfropft und ich stelle das mal kurz dar. Das ist von, habe ich von heise.de genommen heute. Nowitzkis Wurst-Clips ist im Internet längst ein Hit und womöglich inzwischen bekannter, als er sonst geworden wäre. Das heute in Brüssel verkündete EU-Ölembargo gegen Iran kann solche soziale Aktivierung der Internet-Facebook-Kunden nicht verzeichnen. Ebenso wenig das Einfrieren von Konten der iranischen Staatsbank. Allein auf YouTube wurde der Film bis Freitagabend schon fast 70.000 Mal aufgerufen. Ob der blonde Hühne ohne Fleischeslust das geworden wäre, was er heute ist? Fragezeichen. Mancher der Facebook-Diskutanten hat Zweifel. Nowitzki wäre womöglich, Zitat, nicht größer als 1,50 geworden, wenn der immer nur Gemüse gegessen hätte. Dann hätte er nur Jockey werden können. Zitat, das ist hier Heise zitiert, Deutsche Presseagentur, DPA. Dann weiterhin bei Heise, was war geschehen? Sympathieträger Nowitzki, 2,13 Meter groß und aus Sicht der Bank, also DIBA, dennoch ein Sinnbild für Bodenständigkeit, kehrt, so suggeriert das 45 Sekunden Werbefilmchen, in die Metzgerei seiner Kindheit zurück. Eine Metzgerin reicht ihm eine Scheibe Wurst über die Theke. Was haben wir früher immer gesagt? Fragt sie und Nowitzki antwortet, damit du groß und stark wirst. Schallendes Gelächter, damit endet dieser Clip. Die Diva, Tochter der niederländischen ING, schaut dem Treiben auf ihrer Facebook-Seite eine Weile zu. Dann zieht sie die Reißleine. Am Dienstag vergangener Woche teilte sie ihren lieben Fans und Diskussionsteilnehmern auf ihrer Facebook-Seite mit, sie stelle ihre Plattform ja gerne für Diskussionen bereit. Nun sei es aber genug. Schließlich wolle man als Bank Kunden attraktive Finanzprodukte und einen guten Service anbieten. Um dem Anliegen unserer Kunden und Interessenten wieder mehr Raum zu geben, werden wir nun neue Posts zu den genannten Themen von der Pinnwand entfernen. Ja, das ist also die Macht der dezentralen, anonymen Möglichkeit im Internet zu argumentieren, hier auch auf Facebook-Publikationen der DIBA-Werbung. Und der Sprecher André Kauselmann hatte dem Branchendienst Werben und Verkaufen, W&V, noch vor diesem Schritt gesagt, wir wollen nicht zensieren und sind für eine freie Diskussion. In der Hochphase der Wurstdebatte seien im 5-Sekunden-Takt neue Posts und Kommentare eingestellt worden. Harsche Urteile wie das von Trigema-Chef Wolfgang Grupp, 68 Jahre alt, aus dem Mai 2010, Zitat, Grupp, Twitter ist für mich nur dumm und die Menschen, die das nutzen, sind für mich Idioten. Gehören in deutschen Unternehmen zunehmend der Vergangenheit an. Doch viele Firmen sind noch planlos. Die Firma Azionare für Kunden, die soziale Netze, Blogs und Webseiten mit spezieller Software überwacht, hat das kürzlich im Handelsblatt behauptet. Und der Marketingforscher Bernhard Sauer warnte schon im vergangenen Jahr, ein reiner, platter Vertriebskanal hat in diesem anarchischen Umfeld oft einen Bumerang-Effekt. Es muss einen Mehrwert bieten, so machte etwa die Deutsche Bahn. Schon die unangenehme Erfahrung beim Ticketverkauf via Facebook, ungewollt ein Forum für Kritik am Unternehmen zu schaffen. So, das wollte ich sagen, dann ist eine Internet-Applikation wie Facebook, in dem Threads, multilaterale Beteiligung, Texte zu posten, abzuladen, wirklich ein soziales Medium, wenn die, die da hineingehen, dann aufeinander reagieren und dann wirklich eigene Gedanken entfalten. Und siehe da, die Wirtschaft will das gar nicht. Also, liebe Piraten, munter drauf zu und schönen Dank hier für die Lichtgeschwindigkeit. Der Piratenwahlkampf in Schleswig-Holstein beginnt. Wir haben es noch nicht gemerkt, aber er läuft schon.